Ich bin die Milena von der Help Alliance und bei der Help Alliance unterstützen wir Projekte weltweit im Bereich Bildung, Arbeit und Einkommen. Und momentan haben wir 13 Deutschlandprojekte. Bei einem sind wir heute, bei dem Projekt Potenzialen entdecken in den Lernferien, CLIMB. Und genau, gemeinsam heute sind wir mit Volontären unterwegs. Wir sind 5 von der Lufthansa heute hier. Und hatten super viel Spaß, mit den Kindern durch den Parcours zu laufen. Mir hat es halt unglaublich Spaß gemacht, wirklich den Kindern sogenannte Sternenmomente zu vermitteln und wirklich zu merken, halt, was sie für einen Spaß haben und sie zu bestärken. Ich bin Frau Laura Medlowski. Man hat gemerkt, dass viele Kinder aufgehen, weil sie einfach sich getraut haben zu klettern und auch wenn sie im ersten Moment vielleicht ängstlich waren. Ich glaube, sie können echt alle wirklich stolz auf sich sein. Also ich finde solche Tage bei CLIMB, ich stürze da immer in eine komplett andere Welt. Das ist zwischenzeitlich irre anstrengend. Ich bin abends dann gerne auch mal todmüde, aber es ist einfach, um aus dem Lufthansa manchmal Alltag auszubrechen, in eine ganz andere Welt einzutauchen, den Kindern ganz viel mitzugeben, aber auch viel mitzunehmen. Eine tolle Geschichte nebenbei. Wir haben heute auch hier ganz viele Nationalitäten von den Kindern kennengelernt. Es ist einfach toll, Kinder zu unterstützen. Ich bin Jenny Busch, eine der Gründerinnen der CLIMB Lernferien. Wir richten uns an Grundschulkinder. In Kooperation mit den Kommunen und den Ländern schauen wir, welche Schule passt hinein. Das sind dann so harte Fakten wie viele Kinder beziehen Hartz IV, die dort in diesem Stadtteil leben, die dann auch dort zur Schule gehen. Wie viele haben alleinerziehende Elternteile, wo es natürlich dann schwieriger ist, immer auch ein cooles Ferienprogramm auf die Beine zu stellen, wo das Geld auch mal knapp ist. Und besonders die Kinder, die wir ansprechen, brauchen eine ganz große Portion Resilienz, Widerstandsfähigkeit und Selbstbewusstsein. Ich heiße Marwan, ich bin 8 Jahre alt. Was hast du heute hier gemacht? Geklettert. Es hat Spaß gemacht. Ich bin Ipek, ich bin 10 Jahre alt. Ich habe mitgeholfen hier, ich habe gefilmt. So, ich bin 9 Jahre alt und ich heiße Emma. Das war schon hoch, ich hatte schon ein bisschen Angst. Ich habe auch ein bisschen mehr gelernt, wie man zum Beispiel anderen Leuten hilft, weil meine Freunde sind dauernd stecken geblieben. Das macht, finde ich, richtig Spaß. Ja. Die Unterstützung der Help Alliance bedeutet uns super viel, denn sie unterstützt uns eben nicht nur finanziell, dadurch, dass sie mit Stärkenpartnerschaft Kindern ermöglicht, bei CLIMB teilzunehmen, sondern sie schickt uns auch richtig, richtig coole Menschen, die mit anpacken, die beim Mittagessen mithelfen, die den Kindern zuhören und für die Kinder nochmal auch eine andere Rückmeldung von anderen Erwachsenen, die vielleicht Berufe repräsentieren, die sie noch gar nicht kannten oder wo sie niemanden kennen, der die hat. Und warum sind überhaupt Fördergelder so wichtig für so ein Projekt wie CLIMB? Die Zukunftsidee ist schon, dass CLIMB jetzt zum Beispiel hier in Offenbach von den Kommunen hauptsächlich getragen wird und es von Stiftungen wie der Help Alliance, aber auch anderen Stiftungen, anderen privaten oder spendenbasierten Geldgebern so eine Anschubsfinanzierung gibt. Und da kann der Help Alliance total gut helfen, weil genau das gemacht ist. Ich finde das einfach toll, dass da weltweit und auch eben deutschlandweit viele Projekte unterstützt werden. Und ja, als ich die Anfrage gelesen habe, habe ich direkt geschaut, ob ich frei habe und war eigentlich ja, direkt begeistert, was mit Kindern zu machen. Und ja, das war der Grund, warum ich mitgemacht habe. Es war einfach nur ein ganz, ganz toller Tag. Ja. Wir haben momentan 13 Projekte hier in Deutschland, zum Beispiel auch das Projekt Volunteer Rockets mit der Organisation Über den Tellerrand.
wo beispielsweise mit Geflüchteten zusammen geschaut wird, dass ein Bewerbungsunterlagen erstellt werden oder eben man schaut, was für Aktivitäten man mit denen starten kann, um sie eben in den Alltag zu integrieren. Und wir haben auf unserer Webseite noch weitere Projekte, über die ihr euch informieren könnt. Und momentan haben wir die Möglichkeit, in vielen Projekten eben auch Volunteering anzubieten, was auch schön ist, um auch zu sehen, wo eigentlich die Spenden hinkommen. Also alle die Spenden, die wir sammeln, die gehen direkt in die Projektarbeit bei uns. Und da ist es eine schöne Möglichkeit zu sehen, was das denn tatsächlich bewirkt oder den Impact auch bei den Kindern oder Jugendlichen zu erfahren. Was kann ich eigentlich richtig gut? Das ist die Frage, die wir den Kindern stellen und worauf manchmal die Menschen leider gar keine Antwort haben oder gar nicht selbstbewusst was sagen können. Von daher fragen Sie sich das doch gerne selber einmal. Und wenn Sie Kindern dabei helfen wollen, zu merken, was die eigentlich richtig gut können, dann kommen Sie vorbei und machen das bei uns in live bei den Climb-Lernferien. Das ist mein Gleichstand!